Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Produkttest von mir. Jetzt schauen wir uns mal ein Objektivset für iPhone 5, iPhone 5S an. Theoretisch ist es für andere Geräte auch geeignet. Praktisch ist hier extra eine Hülle, ein Cover dabei, auf dem man es aufschrauben kann. Dementsprechend ist das natürlich eine sehr feine Lösung. Wir machen jetzt erstmal auf. Ihr seht schon, das Zubehör ist schon ziemlich umfangreich. Über ein Reinigungstuch oder zwei besser gesagt. Einem Halter, einen Standfuß, der ausziehbar ist. Ich noch mal reinschieben erstmal, brauchen wir so groß nicht. Dann die Hülle für das iPhone, nebst beiliegendem Beutel und einer kurzen Anleitung, wie man was machen muss. Dann die Halterung fürs Handy selbst und die drei Objektive, wovon eines getrennt wird, um damit auch Makroaufnahmen zu machen. Ich packe mal jetzt erstmal alles aus und zeige euch mal den kompletten Lieferumfang. So, letzte auch noch. Gut. Hier, dieses Objektiv wird in der Mitte auseinandergeschraubt. Und dann kann man damit auch Makroaufnahmen machen. Ansonsten ist es ein Weitwinkelobjektiv. So, einmal auf, einmal zuschrauben wieder. Dann ist gut. Jetzt machen wir erstmal am lebenden Objekt. Das heißt, hier ist mein iPhone 5S. Hinten noch den Aufkleber kurz wegmachen. Das lege ich jetzt in die Schale rein. Zack, ist drin, ist fest. Hier seht ihr die genaue Aussparung. Und jetzt schrauben wir als Beispiel mal das Fischei drauf. So, ist drauf. So, Kamera an. Sieht man erstmal nichts. Jetzt sieht man was. Und zwar einen runden Kreis. Und man sieht, es ist ein Fischei. Und zwar richtig. Was jetzt nicht so schön ist, ist der äußere Rand, der hier erscheint. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich das falsch aufgeschraubt habe. Nein, bleibt weiterhin so. Das heißt, hier bleibt leider ein schwarzer Rand, aber man sieht ganz deutlich den Fischei-Effekt. Wenn ich das jetzt abschraube, dann ist es hier Makro. Und hier kann zum Beispiel auch ganz deutlich anhand dieses Bilds mal jetzt wirklich ganz nah drüber. Man sieht wirklich ganz deutlich das ganze Symbol. Also schon nicht schlecht. Und hier war dann auch kein störender Rand mehr drum. Jetzt machen wir das eine Objektiv runter. So, jetzt legen wir es hin. Gut, dann kommt das nächste.
auch wiederum ein Kombi-Objektiv. Das heißt, hier ist einmal das Thema, upsala, jetzt fällt es runter, muss man natürlich richtig festschrauben. So, hier sieht man jetzt wiederum keinen Stirnrand. Man sieht, dass es etwas breiter geht, etwas in die Breite geht. Ich gehe mal so, sieht man es deutlicher. Wenn ich es jetzt wegmachen würde, wäre es normal. So, man sieht es ziemlich deutlich. So ist mit Objektiv, so ohne. Also schon auch ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden. Jetzt machen wir das ganze Thema als Makro nochmal bei dem anderen Objektiv. Also ich bin jetzt, würde sagen, knapp einen Zentimeter drüber. Ich habe jetzt ein gutes Bild. Kann man sich nicht beschweren. Was es bei dem zum Beispiel nicht mehr möglich ist, weil es ist nur noch unscharf. Bekommt auch keine Schärfe mehr hin. Okay, das war das zweite der drei. Schauen wir noch das dritte kurz an. Das ist natürlich das Highlight schon fast, denn damit kann man wirklich Bilder machen, jenseits von Gut und Böse, will ich mal so sagen, weil hier kann ich es leider jetzt nicht ausprobieren. So, jetzt schrauben wir auf. So, man sieht, es hat wirklich, man kann es auch manuell verstellen, allerdings die Entfernung ist einfach viel zu nah. So, immer das hier gestellt, in die Wand gestellt. Na, müsste noch weiter weg sein, damit ich was erkennen könnte. Ich habe allerdings schon Fotos gemacht von draußen, wo man es einfach auch sieht. Man kann hier ein Rädchen einstellen, wie viel Meter es weg ist, zwischen 10, 20, 30, 40 und unendlich, sieht man hier auf der Skala. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem Video erkennt. Und das ist natürlich schon ein richtiges, schönes Teleobjektiv und das vor allem für Smartphones. Das ist halt wirklich geil. Jetzt kommen wir ganz kurz noch zu der Halterung. Wird ganz normal aufgeschraubt auf das Stativ, dann festgemacht ein bisschen, dass es fest ist, fixiert ist, und dann nehmen wir das einfach nur das Handy, zack, und fertig. Man kann es natürlich auch andersrum machen, aber so ist es natürlich mal kurz gezeigt. Es ist fest, es wackelt nicht. Man stoßt mal an, aber trotzdem, es fällt nicht um. Letztendlich zufrieden. Für das Geld kann man es sich wirklich mal kaufen. Und damit kann man auch mal wirklich unterwegs ein paar Fotos machen. Auch mal mit dem Handy, Teleobjektiv oder Makro und der Beutel, wo man das mitnehmen kann. Den ihr auch hier gesehen habt, ist wirklich auch schön aus Samt. Kann man schön noch zusammenziehen oben. Daher Empfehlung. Wenn es jemand mal so auch haben möchte, kann es gerne kaufen. Das Video selbst, wenn euch gefallen hat, könnt ihr das gerne kommentieren oder auch bewerten. Und bei Fragen oder bei Rückfragen könnt ihr gerne auch in den Kommentaren kurz reinschreiben. Ich würde mich auf jeden Fall dazu melden. Ich danke schön für das Anschauen und wünsche euch einen schönen Tag.